Hallo Leute, willkommen zu einer Folge LS19 Wildprojekt und eben wieder zwei. Hallo, guten Tag und Mahlzeit. Wiederklicken. So. Ich bin mal mit Tastatur und nicht mit PC, leider. Ja, okay, das kriege ich nicht. Ich kann ein Bein, muss so fallen. Ein Bein. Mir ist halt etwas Doofes passiert. Ich bin gefahren und bei ist der Ball runtergefallen. Ja. Also aufgerissen, runtergefallen, alles. Das ist ziemlich doof. Das schreiben nicht auf abhängen. So. Nehmen wir wieder rein in den Haufen. Nein. Nach hinten und stopp. Oh ja, vor. Gut. Na, dann dann. Aber ist auch ein Mummel geforscht. Apropos. Fertig machen gerade eben. Ich wollte nicht haben, aber ich will jetzt mal gerade ein bisschen vorankommen, deswegen tappe ich mal gerade ein bisschen. Sonst kommen wir halt gar nicht mehr voran. Das ist halt ziemlich schissen, wenn wir vorankommen, deswegen muss man putzt haben. Hab ich so bei eigentlich so nicht auf, aber bin ja eh noch wieder ziemlich schnell, denke ich mal. Dann passt das auch. Liegen. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, haben Sie eigentlich einen Ballenwagen? Ich hätte meine zwei Anhänger nicht. Da baue ich dann die Bracken ab, dass sie nicht so hoch sind. Was haben Sie für Anhänger? Die zwei Strautmann. So zwei Ich Strautmann. hab einen Strautmann als hier, ne? Als Ballenwagen und einen Kohlrad als normalen. Und ich war am Überlegen, mir den, wenn Sie mal in den neuen Katalog schauen, da Ja. gibt es so einen Adurante, Ja. heißt der. Da war ich am Überlegen, ne? Der ist ja schon. Boah. Dieses Adorante, Löhns, französische Zeugs. Könnte. Ist nicht französisch. Ah, echt nicht? Italienisch? Was weiß ich. Ich meine Irgendwo aus Französisch. dem Osten, glaube ich. Weißt du, Unterschied zwischen zwei. Ah. Keine Ahnung. Die haben aber Autoload, oder? Weiß ich nicht. Boah, da stehen das Zahlen drunter an Ballenmengen. Ich denke mal, das heißt Autoload. Was mir aber eigentlich relativ. Muss man ja nicht unbedingt benutzen. Ne. Ich finde die Anhänger aber tot schick. Kannst du ja kaufen. Ich wollte mir überlegen, ob du vielleicht da auch Interesse dran hast, weil da würdest du ja natürlich auch mehr draufkriegen, ne? Ja, aber ich habe ja nur das eine Feld am Hof in der Nähe und das passt und toll. Jetzt werde ich ja, denke ich mal, werde ich Meterstücke machen, die ich dann verkaufe als Haushaltsholz oder sowas. Also nicht so lange Stücke machen, Ja, denke es ich. gibt halt wenig Geld, ne? Und Ja. Holz werde ich auch nicht mit dem Ballenwagen wegfahren, weil es geht nicht so gut. Ich werde auf den Ballenwagen laden, von hinten aus draufgeladen. Mit der Poltergabel 2 Meter Länge oder sowas und dann heimgefahren. 2 Meter Länge kannst du auch mit der Hand heben. Ja, je nachdem, wie dick die halt sind. Ja, hast ja wohl ein bisschen Kraft. Muss schon frühstücken. Das erwartet man doch. So. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Interesse, den zu kaufen. Ja, ich muss mal gucken. Mein Kontostand ist ja, wie Sie wissen, ne? Jo. Meiner ist auch ziemlich gering, aber 49.000. Ja, gering. Ja, aber ich habe auch gar Gering. Also, keine. wenn man mal auf meinen guckt. Und ich habe halt ein paar Schafe, Pferde, ne? Ja, ich habe gar keine. Ich habe erst 6 Kühe. Ja, ich bin abgesichert, was das angeht. Ja, jetzt 6 Kühe. Also demnächst will ich noch ein paar Kühe kaufen, aber naja.
Erstmal muss Feldarbeit gemacht werden. Ja, ich hoffe, dass meine Schafe sich jetzt gut vermehren. Ich habe erst 11 Liter Wolle. Nicht so viel. Wie viel Schaf hast du? 28, warte mal. So, jetzt. So, passt. Ein paar Ball. Ich glaube, einmal haben wir noch auf der hinteren Ecke liegen. So, dann sind alle weg gewesen. Ja. So. So. Ach ja. Wie gesagt, also ich habe jetzt nicht so Interesse an den Beinwagen. Aber wenn du ihn kaufst. Kannst du ihn ja kaufen, vielleicht ja, mal allein. Ich bin ja am Überleben. Aber ich habe halt auch nicht so viele Beine. Ich habe ja hier meinen kleinen Anhänger, habe ich ja, ne? Ja. Und ich denke mal, der reicht halt auch für die Beine erstmal. Weil. Ja, ich wollte ja schon ein paar jetzt machen, ne? Bist du noch am Pressen oder? Ah, ne, hast du ja fertig gepresst schon. Die Presse schon längst wieder zurück. Ja, stimmt. Bist du am Wickeln oder was machst du gerade? Hab jetzt den Wickler hinten dran, ja. Aha. Dann. Mal gucken, weil da wann Geld rauskommt bei dem Beinwickeln. Na, ein bisschen was hoffe ich. Ja. Ich denke auch, dass da was rauskommt. Das Mut, ne? Ja. Also, da erwähnt, dass da Verlust bei machst, denke ich nicht. Hä? Verlust. Was? Verlust. Hab ich nicht, ne? Da gibt's ja pro Ballen 3200 oder sowas. So, jetzt testen wir, ob man Heu wickeln kann. Oder ist es überhaupt ein Heuballen? Ja, ist ein Heuballen. Dieser Ballen wird nicht unterstützt. Okay. Weil, wo ich die Kuhpresse hatte, die hat mir den Heuballen gewickelt mal, aber. Nein, war das wahrscheinlich. Rest. Vielleicht hatte ich auch Gras aufgenommen gehabt zum Ende hin und hat das jetzt gerade so geswitcht oder sowas, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich werde gleich erstmal schön in den Flügen fahren, denke ich. Ja, ich bin jetzt bald fertig mit Ansaat. Dann muss noch flügen und dann nochmal noch ansehen. Oh, aber der Haferpreis ist richtig gut. 1700. Das ist auch ein guter Preis. Ich weiß nicht, was ich ansehe. Ne? Jo. Tschüss. Tschö. Okay, ciao. So, Leute, ich bin überlegen, was ich ansehen soll. Ob ich Mais ansehe oder. Vielleicht sogar Weizen ansehe. Ich bin echt überlegen, was ich ansehe. Auf dem Feld. Wäre schon irgendwie für Mais. Sind es das geschafft, dann drehen wir mal hier rückwärts rein. Okay, gut. Deswegen, Gabel mal da oben rein. Dann vorne noch. So. Gut, mal ab die Gabel. Erstmal nett. Dann noch ab den Frontlader. So, die Fresse waschen. Aber machen die Presse. Und dann sieht man das Glaslogo wieder, Leute. Man sieht's wieder. Das ist auch fein. Ui. So. Okay. Fortsetzen, Vorfahren. Ich stelle jetzt mal unten ein sehr schönes Wetter, die kann auch ein bisschen abtrocknen, weil wenn die nass ist und reingestellt ist, ist auch gut. Dahin, ein bisschen abtrocknen. So. Dann schnappen wir uns mal. Ja, hier fahren wir hin hoch. Dann mal hier hin. Ich bin jetzt mal getappt, weil ich so einfach vorankomme. Hätt ihr gehört? Irgendwann ist schon am Ansehen noch und ich bin noch am Kobern. Ich muss noch geflügt werden. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir fertig sind. Gerade beim Händler einen Frontpacker abholen noch.
Ich wollte noch einen Frontparker kaufen für zum Dingsen, weil wir haben ja, kann man gerade beim, wir haben ja den hier für zum Kreisen, aber ist eigentlich egal, wir haben ja den Frontparker, den wir brauchen. Wo wir wollen Meister sein, da können wir einen Frontparker holen. Ne, wir holen ihn nicht, wir fahren. Und kein Frontparker. Warum läuft das irgendwie kaputt? Reflektiert nicht mehr, das ist doof. Egal. Egal, voll abheim. Und ich habe noch eine E-Mail bekommen, eine Anschreiben von einem Herrn Meier. Der hat mich gefragt, ob er ein bisschen ob er Brennholz haben könnte. Wie viele weiß er noch nicht, was er braucht. So habe ich gesagt, soll er mich mal anschreiben. Weil er hat halt erfahren, scheinbar von irgendeinem, dass wir ein Forstgebiet haben, jetzt auch Holz machen. Scheinbar hat er ja Interesse an Holz. Wäre ja cool. Der Flug. Wow. So. Jetzt raus. Zusammen. Geht's hier zum Feld? Ist frei. Gut. Ah, voll ins Mikro gehauen. Aua, aua. So, warum vermenge ich euch vor? Aufklappt das Ding. So. Und die mal hier fliegen. Gut, Uli fliegt wieder. Super. Schön ordentlich fliegen, okay, Uli? Wir gehen nach Hause. Jetzt am Zaun entlang. Ups, rausgesprungen. Können wir unseren Kühen reingucken, wie es da aussieht? Ja, schon 8 Liter Milch. Brauche ich noch ein bisschen Stroh, aber ich habe kein Stroh. Ah, wir können beim Händler einen Strohhalm kaufen, aber das ist voll teuer, aber egal. Einfach ein Einstreugerät dafür. Ein Einstreugerät für die Kühe, haben wir nicht. Dann kaufen wir uns ein Strohhalm und das Einstreugerät. Das heißt, wir raufen den für den Frontlader. Kaufen uns dann noch eine Strohballen. Ist schon am Fliegen. Oh, ein Südlandsrecker. So, wir brauchen nochmal Frontlader. Wir müssen einen Weizenstroh holen, fahren beim Händler. Wenn wir den Tieranhänger noch mit, dann können wir unterwegs noch ein paar Kühe holen. Ich mach mal, wir können unterwegs noch ein paar Kühe holen fahren. Machen wir. Wir fahren Kühe holen. Auf dem Rückweg nehmen wir den Dings mit. Jetzt macht es wenigstens Sinn zu fahren. So. Bordstein oder was? Ja, wegen Bordstein ist nichts. So, dann geht's da weiter. Umgesetzt.
Ja, gut, wenn der Blinkerhebel sich bewegen würde, wenn ich so blinke. Na egal, geht halt leider nicht alles. Das ist traurig. So. Nein, da oben geht das dran. Das ist immer ein bisschen Zeit, während Rusch hier rein muss. Ui. Ist er denn der Herr Julian? Hallo. Hallo. Ich bin da in der Nähe. In deinem Hof. Deswegen dürfen wir ja kurz reden. Ja. Jetzt bin ich wieder. Ding, 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 am Hof hier. Guten Tag. Guten Tag. Er war auf einmal abgebrochen. Ja. Scheinbar ist hier auf dem Weg irgendwo ein Funkloch. Tja. Ein kleines, aber feines. Naja. Ich bin fertig geworden mit Wiki und so. Oh, geil. Ich bin gerade richtig. Minute sind wir? Minute 16. Ich bin gerade richtig effizient. Warum holst du gerade Kühe? Ich hol Kühe und fahr auf dem Rückweg noch mein Einstreugerät mit einem Strohballen abholen. Und nächste Fuhr das genauso. Dann kaufe ich noch einen Strohballen dazu. Dann hol ich mir zwei Strohballen. Immer wenn ich falsch auf den Tour noch Kühe holen. Ist auch gut. Ja. Was kaufe ich denn für schöne Farben? Ich kaufe eine. Ich hole mir grundsätzlich bei Kühen immer nur Fleckvieh. Warum? Weil Fleckvieh guten Fleischpreis hat. Boah. Meiner Meinung nach kommt es doch an, wie Fleisch ist. Ja, aber später kriegst du dafür immer noch einen guten Fleischpreis und die geben richtig gut Milch. Okay. Also ich hole mir so gemischt, dass ein bisschen bunte Herde ist. Nee. So. Ich bin nicht so der Fan von Fleckvieh. Oh, ist ja Ansichtssache, ne? Ja, ich habe eher so ein bisschen mehr Platz in meinem Kuhstall. Ich will auch gar nicht so viele Kühe haben. Ich will so Biohaltung machen, auch ein bisschen viel Platz im Kuhstall und dann lieber irgendwann noch einen zweiten Stall bauen und dann mehr Kühe haben. Also ineffizient sein. Ja, aber ich will ja auch den Kühen ein gutes Leben schaffen. Gutes und langes Leben, weil das habe ich davon, wenn die Kühe 2 Wochen leben, dann Aber guck mal, drecken. Ja, aber der Stall ist ja auf eine gewisse Anzahl ausgelegt, ja. Ja. Ich glaube, dein Stall ist auf 200 ausgelegt. Ja, aber 200 Kühe auf, was sind das, vielleicht 500 Quadratmeter? Ja, so viel Futter hast du auch gar nicht. Ja, aber es kommt ja alles noch, denke ich, irgendwann mal. Na, weiß nicht. Mal gucken, was sich entwickelt, ob es noch irgendwann mal... Dann sind wir schon alt und grau. Ja, weiß ich nicht. Wenn es jetzt hier läuft mit den Kühen, wenn sie gute Milch geben... Oder wenn sie andere Leute vergiften und dann? Wieso sollten sie andere Leute vergiften? Giftige Milch. Milch ist Gift, hallo? Ach so. Okay. Da ist was dran. Möchtest du mir Silage abkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wäre eine Option. Dann könnte ich wieder Milchfutter machen. 2 Ballen? Ja. 2? Ja. Würde sich einrichten lassen. Würdest du mir die dann liefern oder muss ich die holen kommen? Ist mir egal. Liefern kostet Aufpreis. Oh, dann zahl ich den Aufpreis. Ja, nee, pass auf, liefern, dann rechnen wir das Liefern mit der Ballenpresse gleich, okay? Okay. Können wir machen. Wo ist denn eigentlich der Ballenverkauf? Biozer. Dann kommst du eh in meine Richtung. Ich hatte den länger voll, ja. Ups, da war ein Auto. Ich bin gerade einem Auto gegen. Frontlader hast du bei dir am Hof, ne? Ich habe einen gerade dran, ich kann doch dann da am Hof direkt abladen. Ja. Ich lade dann die Kühe am Hof ab, dann lade ich danach direkt ab. Das ist kein Problem. Sehr gut. Kann ich gleich noch einen Ballen holen für mich Futter zu machen, dann kann ich mich Futter noch machen für die Kühe. Ging es endlich mal was Gutes zu fressen.
Du brauchst ja für Futtermischding. Ja, ist ja auch kein Aktien zu kaufen. Ja, aber der kostet richtig Asche. So viel hast du gar nicht, wie viel er kostet. Der kleine kostet 41.000. Okay. Scheiße. Und der mittlere 53 und der große 300.000. kostet 158. Hey, groß wird zu groß. Ich würde mir den mittleren holen, denke ich. Der kostet 53.000. Da muss ich mal kurz bei meiner Bank, bei der Bank nachfragen. Tja. Ob ich vorübergehend was haben darf. Ich hätte nur an der Stelle gesagt, ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Aber ich kann ja immer noch mal bei. Ich habe noch was im Lager an Frucht, die ich verkaufen kann. Raps. Ja, ich habe auch noch eigentlich einiges, aber ich finde keine Zeit, die zu verkaufen. Das ist doof. Aber wenn ich jetzt hier mit Düngen und Ballen fertig bin, dann habe ich dafür Zeit. Ja. Bei mir ist gerade der Uli wieder am Flügen. Er ist wieder da und vom Kaffee trinken. Er hat es geschafft, sein Kaffee leer zu kriegen. Aha. Ist er am Flügen. So, der Werner hat jetzt gesagt, er tut für mich Dünger streuen. Ist doch gut, wenn er Arbeit hat. Ist dem auch nicht langweilig. Ne. So. Oh, ich leg da mal auf, ne? Jo, kannst es ja, wenn du da bist, hör mal, sehen wir uns ja. Jo, ciao. Ciao, ciao, bis gleich. Da sind wir jetzt noch ein bisschen. Futter, der ist ja gut, der ist sehr gut. Ich bin ja gerade überlegen, uns die Hänger anzuhängen. Ne, das wird nichts so. So wird das nichts, Leute. Ich muss reinfallen. Ich fahr vorne rum, rückwärts rein, das wird besser. Ich bin ja gerade überlegen, die zwei einen Hänger anzuhängen. Gerade dann da Aufbau zu abzumachen, schnell. Das sind ein paar Splinter raus und dann ist ja auch schon gemacht. Und dann damit gerade Dings zu holen. Und dann damit vorbei. Kann jetzt schon auch in Hänger landen. Ich will mich Wagen schmeißen, das ganze Stroh und dann abladen. Ein Haufen, dann muss ich halt meine Schaufel aufladen. Aufladen, aber da ist auch kein Abwehr, denke ich. Habe ich auch eine Schaufel schon? Na egal. Wir fahren zum Händler, holen mal ein bisschen Stroh. Kann man hier reinpacken? Ah, es ist leer. Gut. Dann stellen wir die mal hier vorne. Vorne in die Halle rein, da ist ja Platz. So. Das ist die Ballengabel. Von hier die Ballengabel ist besser. Ah. Schönen guten Tag. Guten Tag, wann kommst du ungefähr? Kannst du es schon zeitlich einplanen? Ich fange jetzt an, mit dem ersten Ballen aufzuladen. Achso, du bist noch am Aufladen, okay. Dann. Oder ich hole mir die Ballen bei dir ab, ist auch kein Problem. Komm, ich hole sie ab. Ich komme im Futtermischwagen. Muss ich bringen. Welchen hast du jetzt geholt? Welchen Futtermischwagen? Ich muss noch holen. Ich will den großen holen. Den ganz großen? Also den mittleren. Was? Den. Von. Nee, nicht. Silo King. Den zweiten auf jeden Fall, den mittleren. Das heißt ja, den Silo King. Ja, okay, dann ist das Silo King, okay. In dem werde ich gerade vorbeikommen, werde mir zwei Ballen reinschmeißen. Okay? Jo. Okay, dann. Machen wir mal 6.000 und die 400 sind dann für die Ballenpresse gewesen, ja? Okay, jo. Haben wir so gesagt, 500 Euro. Passt so ungefähr, oder? Ja, wir haben ja gesagt, 500 Euro fürs Pressen ungefähr, dann passt das. Ja, das ist ja ziemlich abgerechnet. Das passt. Das ist in Ordnung. Also ich krieg noch 6.000 dann gleich. Jo. Muss erstmal gucken bei der Bank, was sie noch hat. So, jetzt habe ich 380.000 Kredite, ey, das ist echt. Boah. Ich habe 370. Und mal viel weiter drunter. Was kostet denn so ein Bein? Ja, aber so ist das, ne? Ich krieg ja ein Bein für 2.200 beim Dings, beim Händler. Da sind. Was? Ja, für so Silo, das ist ja eigentlich teuer. Was? Teuer. Tja. Musst du jetzt wissen, ne?
Ich hole eine Problem. billiger. Deine kriege ich für 6.000, gell? Zwei Stück, ja. Ja, aber das ist Bioqualität. Ja, eben, ne? Ich glaube, Biomilch bei mir. Bei mir im. Hey, wenn ich jetzt den Silageball hier auswähle, ist bei mir im Händler ein Strohballen daneben. What? Okay. Und beim Strohballen auch ein Strohballen, bei jedem Ballen. Das ist komisch. Tina, kann es sein, dass du Stroh gekauft hast? Ja. Ja, dann weiß ich auch, warum das war. Ich hab grad einmal einen Stroh gekauft, wo der mich war liegt. Jetzt komme ich bei dir noch. Silage holen, dann fahr ich heim. Dann geht's wahrscheinlich wieder auf den Acker. Wahrscheinlich. Ja. Dann fahre ich säen. Mais säen. Welcher Minute sind wir eigentlich, by the way? 25. Ja. Okay, ich leg da mal eben auf, ne? Jo, wir machen so 5 Minuten, oder? Ja. Gut. Ich bin gerade da, gell, so. Ja, tschüss. Ich bin bei dir, wo sind die Ballen? Ja, komm her, tschüss. Tschüss. Hi. Und sie da. Kannst gucken. Im Handy. Auf dem Handy angeschrieben. So. Was hab ich jetzt zu machen? Fuck. Jetzt geht's da. Guck mal, wie viel Schafgas auf der Gelb ist. Doch gar kein Gras mehr drauf. Bin falsch gefahren. Nee, da ist er. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Bist du komplett geistig? Ja, ein bisschen falsch abgebogen halt. Ich lade dir direkt rein. Okay. So, soll mich hier hin? Dann Überweisung fertig machen schon mal, während ich im Träger sitze. Dann bringe ich unterwegs noch zur Bank. Obwohl geht mittlerweile per Handy auch alles schon. Eben. 6.000. 6.000 überweisen. Jo, ist überwiesen, hat Geld. Müsste angekommen sein, oder? Jo. Perfekt. Du musst dir kalken auf der Wies. Ja, und düngen. Jo. Und pflügen. Ja, aber so weit kommt's noch. Ja, warum nicht? Mein Düngerstreuer geht auf Kalk, aber nur 1800 Liter. Da sitze ich lange dran. Ja. So, bitteschön. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Jo, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So. Ein schönes Bild hier bei ihm auf dem Feld. Hause. Bisschen Gras noch am liegen. War auf jeden Fall sehr effektiv gewesen unsere Fahrten. Weil so halt auch effektiv vorangeht. Immer so hin und her fahren, geht ziemlich gut voran, finde ich. Also, ist halt nicht irgendwie so gewesen, dass wir jetzt hier leer gefahren. Weil hätten wir jetzt einen Hänger geholt, hätten dann da und da geholt, wäre doof. Wir haben jetzt schon bei mich unterwegs, wir können mich einmal anschalten. Schon bei mich unterwegs. So, gut, reingemischtes Futter. Ja, diese Botsteine hier sind auch schlimm. Ich muss vielleicht einmal ein bisschen Stroh reinschmeißen und dann Heu reinschmeißen, dann passt statt. Und dann können wir hoffentlich gleich noch Dingsen fahren. Nicht weit. Wie heißt es denn nochmal? In der Kreiselecke drüber fahren. In der Scheibenecke, genau, Scheibenecken. Das sind Ecken. Das ist halt. Das ist ein bisschen klein gehackt, wird der gepflügte Boden, dann können wir ansehen danach.
Alle kurz abhängen. Ich bin überlegen, wenn wir Geld haben, Frontline noch einen kleinen Hofflipper zu kaufen. Einfach nur für uns mich wagen und kommt den einfach nur den anmachen. Dann treffen wir sowas. Also scheiße gestapelt, ich weiß. Was ging da denn anders, die zu stapeln? So gut. Ich komme ja im nächsten noch eine zweite, noch eine Ballengabel, eine schöne, und dann kann ich den. Weiß wieder mal rein. Ja, aber jetzt haben wir 12 Kühler stehen, das lassen wir erstmal so, weil ich weiß nicht, wie es mit Futter aussieht. Und für Geld zum Futter nachkaufen haben wir eh nicht. Deswegen werden wir erstmal noch nichts kaufen an Kühen. Kaufen wir erstmal Futter nach. Wenn dann. Einkaufen, dann. Erstmal Futter kaufen. Perfekt. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal rum da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut. Bis dann und ciao, Leute.